Denn es kam, ich hab's versucht zu vermeiden, aber jetzt macht BÄM! Hat's hier. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Delta Wolf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Saisonauftakt, neues Jahr, neues Glück, neue Saison. Was ganz Neuartiges ist auch noch, dass es die erste Saison der Formel 1 Evolution im Bereich Crossplay ist. PS5, PC, BÄM! Zusammengemischt und dementsprechend kann da nur Gutes bei rauskommen, oder? Wir werden sehen. Ich gehe davon aus, es ist nur eine temporäre Geschichte der Formel 1 Revolution, denn zum nächsten Spiel im Sommer diesen Jahres erwartungsgemäß kann ich mir vorstellen, dass es nicht mehr PS4-kompatibel ist. Dementsprechend wird es wahrscheinlich dann bei der Formel 1 Revolution zur Entscheidung kommen, dass nur noch Crossplay angeboten wird. Ist eine feine und richtige Sache aus meiner Sicht. Wir werden sehen, wir werden staunen. Wir lassen uns einfach überraschen. Überraschen dürft ihr euch sozusagen von meinen Highlights beim letzten Rennen, beim ersten Rennen in Österreich. Ist einiges passiert. Es war nicht nur nass, es war nicht nur stressig, es hat auch Spaß gemacht. Das Endresultat war ganz in Ordnung, weniger in Ordnung, das für meinen Teamkollegen. Und eine Info noch, ich bin jetzt im Alpine, im französischen Wagen drin auf jeden Fall. Und Alpin, glaube ich, könnte man sagen. Und mein Teamkollege ist Felix, auch Felix One genannt. Es kann nur einen geben und dementsprechend lass uns zusammen einfach mal reinschauen und gespannt sein und uns einfach an den Klängen erfreuen. Neues Format auch von meiner Seite. Ich habe das ja sonst immer so gecuttet, dass ich das fertige Video hatte und dann habe ich sozusagen drauf gesprochen und musste ganz genau aufpassen, dass ich das auch hinkriege. Jetzt mache ich das Ganze eher so, dass ich einfach drauf reacte, drauf spreche. Wir hören mal rein und vielleicht gefällt euch das, vielleicht auch nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn noch nicht geschehen, gerne abonnieren. So läuft der Hase. Also, wir schauen mal rein. Seid gespannt. Ich bin es auch. Wobei, ich kenne es ja schon. Ich bin es gestern Abend gefahren und ich werde es wahrscheinlich an einem Mittwoch hochladen. Und wir schauen jetzt mal rein. Let's go. So, wir sehen auf jeden Fall ich in einem Renault. Und die Zeit ist schon abgelaufen. Und bringt sowieso nichts. Qualifying war nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Eine hohe Vierer gefahren, auch hier gecuttet, hätte sowieso nicht mehr gezählt, habe sowieso 0 ES. Es war halt eben zum Vergessen. Qualifying, machen wir Haken dran. Mein Gott, ich bin Neunter. Das heißt, wer so weit hinten startet, wobei hinten, wer Neunter startet, hat 8 Plätze zum Überholen im Rennen. Also, das kann doch spaßig, das kann doch lustig werden. Mein Felix-Kollege Felix One, habe ich gerade eben Felix-Kollege gesagt, mein Kollege Felix One ist auch mit am Start, hat sozusagen den 6. Platz hier ergattern können, Qualifying. Und ja, ich hätte vielleicht von meinem mit meinem Setup Flügeleinstellung 37 vorne, 43 hinten. Es gab ein paar Leute, beispielsweise würde ich mal behaupten, Kartracer, die hatten einen sozusagen Sommer-Setup ausgewählt, also Trocken-Setup. Mit deutlich weniger Flügel. Respekt muss ich allerdings auch dazu sagen, dass sie im Regen so gut mithalten konnten. Also, war auch schneller als ich. Also, genau, haben wir ein bisschen hier und da ein bisschen Daumen-Jogging gemacht, sozusagen. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Hatten hier teamintern ein bisschen besprochen. 1, 2, 3 Stops. Am Ende wurde es doch noch mehr, glaube ich. Und dementsprechend, also es wurde mehr als 2 Stops, definitiv. Und man sieht da auch schon, Wettervorhersage war sozusagen sehr überschaubar. Morgens, mittags, abends, morgens LMAX, abends Arunal, hier Regen und mittags auch Regen. Dementsprechend, ja, also lassen wir uns überraschen. Die Ampeln sind jetzt aus. Jetzt sind sie aus. Genau, wir freuen uns, haben einen guten Start am Anfang. Erste Kurve erwartungsgemäß nach rechts. Und dementsprechend hatten wir hier das Glück, dass wir doch ein bisschen besser vorbeikamen und den ersten ergattern können. Und zwar Randy. Randy sozusagen hat jetzt hier Platztausch begangen mit mir. Ich habe mich nicht beschwert, habe mich bedankt und es kann gerne so weitergehen. Ja, man muss natürlich auf den ersten Metern aufpassen, bloß keinen Kontakt, keinen Schaden davon tragen. Und man sieht, wie schnell die Jungs hier vor mir sind und vor allem, wie sie mir wegziehen. Gefühlt war es jetzt hier in der Situation, bin ich der Einzige, der so viel Flügel fährt. Aber
Das soll nicht so sein, die ich mal von außen ein feiner, aber kleiner Dreikampf. Und ich hatte die Befürchtung, dass der Randy von hinten noch kommt und mich überholt, weil ich ja bremsen musste. Dem war aber nicht so. Hab das sozusagen zwar mir nicht anschauen dürfen und können, hatte aber nicht wirklich davon profitiert. Ja, Kartracer ist einfach mal so abgehauen, konnte man gerade eben sehen. Und Safety Car sehen wir jetzt hier. Wen hat's getroffen? Ich weiß es nicht mehr, aber es hat eingetroffen. Auf einmal war es nur noch 14 und dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Einsatz. Wir hören das Ganze mal rein. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, Kartracer, der hat echt Probleme. Auf der Geraden so schnell, aber in den Kurven Probleme. Also der definitiv trocken. Haarscharf und ganz genau analysiert. Made by Datawolf. Ja, ich habe natürlich gehofft, Henne- oder Ei-Problem, das ist auf jeden Fall ein Problem. Zu viel Gas gegeben auf zu rutschigem Untergrund, da macht das Heck nicht mit und konnte hier sozusagen Henne überholen. Das war toll, das hat Spaß gemacht. Das war weniger toll, weniger Spaß gemacht. Kartracer, der war einfach super schnell mit seinem Setup. Uiuiui, da konnte ich bei weitem nicht mithalten. Und das ist auch in Ordnung. Das ist okay. Hey, ich meine, ich bin Siebter, da sehe ich mich auch so Platz 5, 6, 7. Eins davon darf es gerne sein. Und dann sieht man jetzt hier auch einen Zweikampf. Und das war so intensiv, dass ich hier tatsächlich davon profitieren konnte. Und zwar der Ice Guy Rinzi. Ich hoffe, ich habe es gut ausgesprochen. Hatte Probleme beim Rausbeschleunigen. Ich konnte ein bisschen Windschatten mitnutzen von Kartracer an dieser Stelle. Dankeschön. Und dann war es auch schon dabei, in die Box zu fahren. In der 22. Runde habe mir neue Schlappen geholt, bin rausgefahren. Und ja, dann war es auch so, dass ich hier vergessen habe, ES auszuschalten. Zum Glück konnte ich das Auto weiterhin beherrschen. Und das wurde jetzt sehr, sehr eng. Ich gebe Gas, ich gebe richtig Gas. Und wer kommt von der linken Seite? Ja, hallo, wen haben wir denn da? Der Tynes DE ist am Start und es war super knapp. Nee, es war noch knapper als knapp. Denn es kam, ich habe es versucht zu vermeiden, aber jetzt macht BÄM! Hat es hier einen kleinen, aber feinen Stupser gegeben, blieb aber für beide Seiten folgenlos. Ich habe mich gefreut, alles gut. Also, wir können weiterfahren. Ich denke, das Ganze lief hier im Rahmen ab. Das heißt, man kann es so für sich stehen lassen. So meine Meinung. Oh, und was ist das? Uiuiuiuiui. Da muss ich sagen, riesen Dankeschön an Henne. Der hat wirklich fabelhaft reagiert. Ich habe mich verbremst, oder? Das heißt verbremst. Also normalerweise bremse ich normal etwas später als Henne. Mir ist bewusst, dass ich in den Kurven doch etwas schneller war als Henne. Aber das, Entschuldigung, der Henne so früh bremst. Ich bin so froh, dass es hier nicht zusammenprall kam, dass ich das Auto irgendwie halten konnte. Und hier. Habe ich versucht, wie im Schneckentempo an seiner linken Seite zu überholen, aber man versucht ja auch so vorsichtig zu fahren, bloß nicht cutten, denn man möchte nicht das gleiche Schicksal teilen wie der Henne, eine 3-Sekunden-Zeitstrafe zu bekommen. Ich muss mich jetzt hier zurücklehnen, sorry Leute, und man muss es einfach mal auf der Zunge zergehen, also auf den Augen zergehen lassen. Es ist einfach ein, wie soll Schmackofatz für die Augen. Denn in solchen Bedingungen solche Zweikämpfe zu führen, ist nicht selbstverständlich. Wir geben beide genug Spaces zum Überleben und das ist einfach schön. Aber natürlich kostet das Ganze auch Zeit. Also es ist ja nicht nur zurücklehnen und sagen, ja, das ist ganz nett anzusehen. Nein, Punkte müssen her. Punkte, Punkte, Punkte. Man möchte schließlich den Anschluss nicht verlieren von 15 Sekunden bei I-Science. Ja, was soll ich sagen? Irgendwann ist der Drop ausgelutscht. Denn der Drop war so glatt irgendwann des Tages, dass ich jetzt tatsächlich jetzt hier links eine kleine Öffnung. Gib Gas, drück auf ES, mach es. Yes, und jetzt heißt es wieder hoffen, beten und bangen. Komme ich an ihm vorbei, gib mir den Kick, den ich brauche. Er bremst einfach früher, ich etwas später, kann an ihm sozusagen vorbeiziehen. Ich habe mich gefreut. Puh, war das spannend. Ja, da muss auch ich jetzt hier. Oh, yes. Oh, yes. Das Timing. Ja, nee, scheiße, das ist ein Trotz scheiße für mich, egal wie das Timing ist. Ich wollte zwar älter so in der Boxen, aber jetzt ist er mehr dran. So sieht's aus. Das Safety Car ist draußen. Ich konnte sozusagen wieder aufholen und habe natürlich die Situation gleich genutzt, um mir neue Schlappen zu holen. Das passt doch eigentlich ganz gut. Hätte wahrscheinlich so oder so ein, zwei oder drei Runden später in die Box gefahren. Dementsprechend habe ich mich gefreut. Wir fahren hier einmal raus und sehen dann, dass wir auf Platz 6 liegend rauskommen. Und hinter uns Henne, vor uns I-Sides. Ich fühlte mich wohl in der Position. Ist in Ordnung, kann man gut aushalten. Das Safety Car ist erwartungsgemäß wieder in die Box gefahren. Und hier musste ich einmal kurz korrigieren.
Tour leisten, so sagt man, dass ich bloß nicht cutte. Und jetzt war es hier in die Situation, das war jetzt nicht so feierlich aus meiner Situation. Die beiden Autos müssten normalerweise mich vorbeilassen. Sind ein Zweikampf, ich muss hier bremsen. Und wer ist der Nutznießer? Ja, es ist wieder soweit. Das gleiche Bild. Wir hatten das doch schon mal gehabt. Hände überholt mich. Ich muss jetzt wieder schauen, wie ich. Ja, den sechsten oder auch jetzt hier den fünften Platz, wie ich auf jeden Fall an Hände vorbeikomme. So kommt man an Hände vorbei. Man muss einfach nur hoffen und beten und irgendwann macht der Henne einen Fehler und dann konnte ich davon profitieren. Ich habe mich gefreut an der Stelle. Ich habe natürlich auch gehofft, weil er auf der Geraden schneller ist als ich, aber ich konnte jetzt hier etwas schneller raus beschleunigen. Alles gut, P5 ist safe. Ja, als nächstes sehen wir auch gleich einen Crash. Bäm, hat's gemacht an der Seitenmauer. Hier sehen wir es rechts. Tja, da ist der Reifen ab. Auch hier würde ich gleich mal sagen, hören wir rein, was wir zu sagen haben. Gegen die Wand gekracht. Auf der Strecke. Gegen die Wand Zum Glück gekracht, haben die alles rechtzeitig wegräumen können. Okay, das klappt gut, weil. Da wird es Safe Safety Car geben müssen. Oh nein! Zu früh gefreut. Langsamer werden. Ja, so viel Realismus muss sein, auch in diesem Spiel. Tatsächlich kam das Safety Car nochmal raus und hat entsprechend dazu geführt, dass sich das Feld wieder zusammengekuschelt hat, sozusagen im Fachjargon. Und dementsprechend, ja, war es nicht nur Virtual Safety Car, sondern tatsächliches Safety Car, was dann rausgekommen ist. Ja, jetzt ist auch P3, das wird ja immer besser. Vor mir mein Teamkollege, meine zweite Verwarnung, zum Glück die letzte Verwarnung. Und so würde ich sagen, komm, lass das Rennen vorbei sein. Sind sowieso nur 11 Runden, aber klopf, klopf, wen haben wir denn da? Ja, Henne kommt vorbei und möchte ganz gerne meinen dritten Platz erobern. Vor mir auch ein schöner Zweikampf. Ich konnte das Ganze noch abwehren mit dem, was ich hatte, mit meinem Formel-1-Auto und war froh, dass ich das dann auch hier abwehren konnte. Aber dann sehen wir, ja, dass es nicht so einfach war, sozusagen die Situation so zu handeln, wie sie zu handeln ist. Also den dritten Platz. Nein, Und was ist denn hier nein. los? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Mein Teamkollege gegen die Mauer. Auch hier hören wir gleich mal rein, was er und ich zu sagen haben. Ich gehe auf vorwärts. Mach das. Ich muss mal probieren. Ach, du bist gar nicht ausgeschieden. Nee, ich hab nur einen Flügel verloren. Ja, er hat nur einen Flügel verloren. Das sah für mich aber ganz anders aus. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. Das wäre auch super ärgerlich gewesen, in der 62. oder 61. Runde das Auto zu verlieren, wenn man so viel geleistet hat, so viel Energie reingesteckt hat. Wäre einfach super ärgerlich gewesen. Ich auf Platz 2. Ich denke, was ist denn hier los? Nur noch 10 Runden oder 9 Runden zu fahren und dann habe ich sozusagen eventuell Podium. Beim ersten Rennen, das wäre ein Träumchen, das wäre wie die Kirsche auf der berühmten Schlagsahnetorte. Aber das sollen wir noch sehen, ob das klappt oder nicht, das werden wir gleich erfahren. Wir fahren erstmal wieder ein paar Runden, wir haben noch was zu leisten und es wurde einfach regnerischer. Mehr Wasser auf der Straße, von hinten klopft mal wieder. Klar, wer sonst? Henne, man könnte auch sagen, es ist ein Grand Prix Henne versus Delta Wolf mit dem glücklichen Ausgang für mich. Wir hören mal rein, was wir zu sagen haben. Ich brauche. Du kannst nicht fahren mit den Reifen. Ja, ich merk's. Oh mein Gott. Wie ich dich stehen lasse. Wie er sich stehen lässt, der Felix. Ja, er hat schon die Regenreifen drauf und ich hatte so einen kleinen Kampfanfall an meinem rechten Fuß gehabt. Das wusste natürlich mein Teamkollege Felix One auszunutzen. Klar, holt er sich dann hier den zweiten Platz. Es war so cool, zweiter und dritter Platz, nur noch 6 Runden oder 5 Runden zu fahren und wir haben das safe sicher. Ich habe mich gefreut. Wir brauchen nur noch nach Hause. Nein, 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 nein. Nein, mein Teamkollege Felix, ich meine, ich tue jetzt so, aber mein Felix-Kollege, was sage ich denn da? Mein Teamkollege Felix, sein Ernst, er hat das schon einmal gemacht. Okay, man kann aus Fehlern lernen, aber was ist das denn? Ich bitte dich, 4 Runden vor Schluss machst du sowas. Jetzt war ich komplett auf mich alleine gestellt. Er konnte mir hier den einen oder anderen Tipp noch geben. Junge, fahr rein, hol dir die Regenreifen, dann hast du was Gutes zum Ende hin, zum Raushauen. Und das habe ich dann auch getan, aber ich war noch in der Trauerphase. Ja, war einfach traurig. Wir hören einfach mal rein, was wir jetzt hier zu sagen haben. Nein, nein, nein. Danke. Ach so, es gibt da gar nichts zu sagen. Ich habe nur so getan, als gäbe es hier was zu sagen. Safety Car fährt wieder erwartungsgemäß in die Box rein. Klar, was soll er sonst tun? Nach 3 Runden ist sowieso Schluss für ihn. Grüße gehen raus an Bernd Mailänder. Und jetzt hier sehen wir eine Situation vorbildlich. Ferrari macht Platz als Überrundeter. So sollte es sein. Lieber Erste, was ist das? Was ist hier los? Ich habe mich so geärgert,
eine Bremsprüfung mitten auf der Startziel geraten. Es war nichts auf der Rennstrecke. Und ich musste ausweichen. Jetzt sehen wir hier, wie man es vielleicht nicht machen sollte als Überrundeter. Ich musste ihn sozusagen ganz vorsichtig an ihm vorbei. Das hat Zeit gekostet. Das hat mich richtig geärgert. Das hat mindestens 6 Hintel gekostet. Warum spreche ich die 6 Hintel an? Weil das der Abstand war zu P2. Meine Damen und Herren, ich löse auf. Ich bin am Ende des Tages Dritter geworden. Man sieht jetzt oben links 3 Sekunden Zeitstrafe. Tombre, hol ich das auf? Ja, ich habe es aufgeholt. Das war super eng. Und an Predator bedanke ich an den Aston Martin Fahrer. Alles gut. Ich verzeihe das dem Aston Martin Fahrer, aber ich habe mich trotzdem so aufgeregt. Es hätte auch P2 sein können. Am Ende des Tages will man doch immer mehr, als man am Ende bekommt. In der Hinsicht die Situationskomik. Aber was soll es sein? Ich lasse das Band für euch am Ende nochmal laufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und in 2 Wochen sehen wir uns wieder. Dann mache ich einen Livestream auf YouTube. Seid gespannt beim großen Preis von Imola. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sportlich. Ciao. Echt? Oh, Mist. Immerhin habe ich noch Tomre bekommen. Das freut mich. Ja, ein bisschen schade. Also war von uns beide mehr drin. Definitiv. Aber gut, ich glaube, ein P3 nimmst du schon, ne? Ja, ja, safe. Aber ich hätte auch P2 gerne, wenn ich diesen Aston Martin nicht gehabt hätte. Und der Henne hat auf einmal, als Safety Car in die Box gefahren ist, er hat auf einmal gebremst auf der Startgeraden. Ich musste rechts ausweichen, um nicht hinten rauf zu fahren. Ich verstehe das nicht. Aber egal, vielleicht mache ich auch so ein Highlight-Video draus, dann kannst du es dir mal anschauen. Aber es freut mich, dass ich auf Treppchen bin. Und es wundert mich nicht, dass McLaren vorne steht. Aber ich bin froh, danke dir nochmal, dass ich da nochmal in die Box gefahren bin. Ich glaube, das war die bessere Option. Ja. Ist das bitter. Also, für dich. Ja, ich habe so idiotisch Rennsieger geworfen. 2-mal auch noch. Also, 2-mal von alleine gedreht und den Rennsieg in den Sand gesetzt. Komplett unnötig. Ja. Ich kam mit den Vollringen einfach nicht klar. Naja, was will ich? Ich ärgere mich nicht. Ich freue mich über P3. Das ist schon mega. Erstes Rennen, gleich aufs Podium. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Hoffen wir, dass das nächste Rennen trockener wird. Ja, ist Imola. Das sollte da kann auch sein. Da kann auch gerne mal Regen kommen, ne? Mhm.